Hi, das hier ist ein Smashed Burger. Ein Burger, wie ihr ihn wahrscheinlich noch nicht gegessen habt, aber unbedingt mal probieren solltet. Und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Smashed Burger brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 800 Gramm Rindergehacktes. Das habe ich gerade vom Metzger geholt. Dann brauchen wir eine halbe weiße Zwiebel, ein paar Gürkchen. Hier habe ich Pfeffer und Salz. Hier habe ich fertige Buns, allerdings solche Brioche-Buns. Die gibt es momentan bei immer mehr Supermärkten zu kaufen. Das sind jetzt die mal von Edeka, gibt es aber auch von Penny und Norma und wie sie alle heißen mögen. Die sind gar nicht mal so verkehrt, das zeige ich euch aber gleich noch. Dann haben wir hier Dolly Sauce. Wer die noch nicht probiert hat, Leute, die ist wirklich richtig lecker. Ein bisschen Cheddar-Käse brauchen wir und Butter. Dann heißt das Ganze Smashed Burger und das heißt es nicht umsonst. Ich habe hier, gab es irgendwann mal beim Discounter des Vertrauens, das ist so eine Presse. Damit werden wir gleich die Burger auf einer Grillplatte platt drücken. Und ja, die Grillplatte heizt jetzt auch gerade eben schon vor. Als erstes möchte ich mit den Brötchen anfangen, also legen wir los. So, da liegen sie jetzt also, die Burger Buns von Edeka. Das ist so ein Brioche-Teig. Gibt es wie gesagt auch inzwischen bei anderen Supermärkten zu kaufen und die sind gar nicht mal so verkehrt. Also sie sind, wie ihr seht, sind sie schön fluffig, riechen schön nach Butter, wie es halt so ein Brioche-Teig machen sollte. Aber nichtsdestotrotz bestreichen wir jetzt die Innenseiten. Dünn, muss jetzt nicht wirklich dick sein, aber zumindest mal ganz dünn noch mit Butter, damit wir sie gleich auf der Griddelplatte kurz anbräunen können. So, die Bandinnenseiten sind mit Butter beschmiert, die Griddelplatte ist noch gar nicht glühend heiß, also ab damit auf die Griddelplatte. So, den Grill, wie gesagt, gerade erst gestartet und wir setzen jetzt hier die Innenseiten von den Burgerbrötchen auf die Platte. So, sie ein klein bisschen angebräunt bekommen. Das braucht gar nicht lang. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Fleisch. So, wie beim Smashed Burger, wie gesagt, brauchen wir hier diese Platte zum Plattdrücken später, wenn es auf den Grill kommt. Und das hier sind, wie gesagt, jetzt 800 Gramm Rindergehacktes. Daraus möchte ich mir jetzt 8 Bällchen formen, a 100 Gramm. Das kann man jetzt abwiegen oder wir machen uns einfach 8 relativ gleich große Bällchen da draus. So, haben wir also 8 Bällchen. Wie gesagt, muss jetzt aufs Gramm genau nicht stimmen. Die sind soweit vorbereitet. Dann nehmen wir jetzt das Brot vom Grill. So, Zeit nach unseren Brötchen zu schauen. Dafür dann mit einem Haber so ein bisschen losmachen. Und ja, die sind schön angebräunt. Die nehmen wir jetzt beiseite. Das sieht echt super aus. Inzwischen ist unsere Griddelplatte auch gut vorgeheizt. Jetzt habe ich hier die weißen Zwiebeln. Die kommen jetzt ohne irgendein zusätzliches Öl oder Fett einfach nur ganz kurz auf die Griddel drauf, dass wir sie ein bisschen anrösten, anbräunen. Gar nicht lang, ich denke mal so 2-3 Minuten reichen das schon. Einfach nur, damit das Ganze ein bisschen wärmer wird, damit wir uns nicht kalte Zwiebeln auf den Burger packen müssen. Machen wir noch kurz den Deckel zu. So, während die Zwiebeln jetzt Spaß auf dem Grill haben, bereiten wir schon mal die Burgerbrötchen vor. Leute, schaut euch die an, die sehen wirklich megamäßig aus. Und da wir nämlich gleich, wenn wir die Smashburger machen, keine Zeit groß haben werden, den Burger noch zu belegen, kommt jetzt hier unten Dolly Sauce drauf. Wie gesagt, wenn ihr die noch nicht probiert habt, ich habe die jetzt dieses Jahr bei der Deutschen Grillmeisterschaft, habe ich die bei Napoleon mitgenommen. Ich denke, beim Ruhrpott werden die auch am Napoleon-Stand sein. Das ist so eine richtig schöne holländische Schweinerei. Dann kommt, habe ich hier ein bisschen Gewürzgurke klein geschnitten. Kommt ein bisschen mit dabei. Das soll schon reichen. Unsere Zwiebeln haben jetzt auch schon ein bisschen Farbe bekommen. Mehr sollen sie gar nicht kriegen. Ich möchte einfach nur, dass sie ein bisschen warm werden. Und das soll uns auch schon reichen. Die nehme ich jetzt runter. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu, dass die Griddelplatte nochmal sich richtig aufheizen kann. So, hier habe ich jetzt meine, wie ihr seht, verdammt heißen Zwiebeln. Die setzen wir jetzt hier noch mit auf die Burger drauf. Eine halbe Zwiebel ist genau die richtige Menge, um 4 Burger zu machen.
So, und damit sind die Burger jetzt soweit vorbereitet, beziehungsweise die Brote soweit vorbereitet. Und jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. So, jetzt kommen wir endlich dazu, warum dieser Burger Smashed Burger heißt. Hier haben wir jetzt also die vorgeheizte Grillplatte und da setze ich jetzt die Fleischbällchen drauf. Und dann habe ich hier, wie gesagt, dieses Gewicht und damit werden die jetzt richtig platt gedrückt. Das könnte man auch mit einer Maurerkelle machen. Allerdings hatte ich da keine saubere und naja, mit einer schmutzigen Maurerkelle am Grill. Das muss da nicht sein. Und die lassen wir jetzt einfach noch 2 Minuten auf der Grillplatte grillen. So, 2 Minuten später brauchen wir jetzt einen Metallwender und kratzen uns die richtig schön von der Grill runter. Jetzt ist es auch Zeit für Pfeffer und Salz. Die lassen wir jetzt noch mal so 2 Minuten. So, jetzt habe ich hier meinen Cheddar-Käse. Den lege ich auf 3 von den Scheiben drauf. Und wir schnappen uns die anderen Seiten und setzen das Fleisch oben auf den Käse drauf. Deckel noch mal kurz zu und dann gibt es in einer Minute Smashed Burger. So, wir sind soweit. Zeit, unsere Burger zu belegen. So. Burger Nummer 1. Ein Träumchen. Absolut fantastisch. Da ist er, der Smashed Burger. Und jetzt wird natürlich auch reingebissen. Die Anaconda ist wieder am Start. Boah, ist einfach unverschämt lecker. Ihr könnt das sehen: das Fleisch innen drin, schön rosa, der Käse, die Dolly-Sauce. Leute. Ein Mega-Burger. Boah, ist echt gut. Jetzt sieht man den Anbiss vielleicht auch ein bisschen besser. Leute, absolut fantastisch, sogar überragend, möchte ich fast sagen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Wie gesagt, wenn ihr eine saubere Maurerkelle zu Hause habt, gerne damit. Ansonsten einfach ordentlich die Burger-Patties platt drücken, Scheibe Käse dazwischen. Träumchen. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Ich bin mit dem Gedanken nur noch hier. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne da oben in der Ecke nachholen. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Solltet ihr auf jeden Fall tun. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.